Greifswald wäre. Ich will hier natürlich nichts liegen lassen, unter anderem. Ganz wichtig. Waldbeere. Lauflieder. Das gibt mir auch schon wieder mega die Corinne-Swipes hier. Mit Akis Hof. Bloß, dass es da keine Fangschrecken gibt. Ein Ostfeilchen, okay. Oh. Aber ein junger Eber. Trotzdem ist es nicht zu unterschätzen. Jetzt hat mich jeder einmal getroffen. Nichts zu plündern. Geh zuerst auf den Wolf und dann auf die Scavenger. Oh, da hinten sind schwarze Wölfe. Oh, das ist ein junger Scavenger. Ich finde es gut, dass die ein anderes Artwork haben. Oder, oder zumindest einen anderen Skin. Oder so mehr Fangschrecken. Noch 12 Lernpunkte. Ach, stimmt ja. Stone kann mir ja gar nichts mehr beibringen, weil ich mehr als 30 Stärke habe. Oh, da ist eine Höhle. Sieht vielversprechend aus. Nichts zu plündern. Das sind Wölfe. Sind das normale Wölfe oder sind das junge Wölfe? Das sind Wölfe. Okay, es wird langsam schwierig. Was war das? Ach, das Heilmittel für Jorn. Der Lebensverbesserung. Oh, es hält nicht lang. Rohes Schweinefleisch. Was hab ich denn? Scavenger und Kürbis Schaschlik. Gerade im Spiel. Nun, ich weiß, ich könnte mir davon auch diesen Pilzteller machen, aber es erhöht am Ende halt trotzdem noch mein Mana um 5 Punkte. Weiß nicht, ob der Pilzteller da mit reinspielt. Oh, dann komme ich auch an einen Punkt. Oh, da ist noch ein Fisch drin. Nehme ich mit. Essen ist immer wichtig. Vor allem hier. Und hier recht gut kochen kann. Was ja gut bei normal nicht der Fall ist. Die Weidenbeeren kann man ja zwischendurch snacken.
Fünf Leben sind fünf Leben. Normale Keiler. Ob ich es gegen die schaffe, weiß ich nicht. Aber das Problem ist, wenn ich einen, wenn ich da einen rausziehe, dann kommt der andere trotzdem mit. Weil die ja dieses Rudelverhalten haben. Okay, das ist so ein kleines... Ah, das sind die Imker. Können wir die Imker aber was beibringen? Jeder Beutel, eine Sichel. Hey, das ist ein Ring. Amulett des Feuerschutzes. Ein Amulett, kein Ring. Je besser. Fünfmal besser. Und das ist eine Höhle voller Morrats. Auf jeden Fall. Habe ich nicht direkt diese Waffe von diesem einen Typen da? Verdächtige Fleischerbeil. Erstmal gucken, was die Imker zu mir sagen. Wenn die sagen, die verpiss dich, Junge, was willst du hier? Schau mir nicht mein Honig. Ich höre mich an wie Knossi. Ey. Oh. Oh. Das sind die gefährlichen Scavenger. Das ist eine Truhe. Wenn ich da hingehe, greife ich mich bestimmt an. Safe. Oder auch nicht. Jetzt zeige ich es dir. Imker, Ergo, Devin, Imker, Milch. Ich rede mal mit Bevin. Doch ein Arvin? Wer bist du? Mein Name ist Bevin. Ich bin der beste Imker auf der Insel. Wenn du mir nicht glaubst, probier meinen Honig. Gibt es etwas, womit ich dir helfen kann? Du siehst zwar nicht wie ein Kraftprotz aus, aber wer weiß, vielleicht lässt sich ja was machen. Schau, die Leute lieben Honig. Er schmeckt gut zum Brot und man kann einige Lebensmittel damit konservieren und man kann ihn auch gut zum Alkohol verarbeiten. Es gibt nur ein Lebewesen auf der Insel, das diese goldene Flüssigkeit noch mehr liebt als die Menschen. Bären. Einer von ihnen muss irgendwo in der Gegend eine Höhle gebaut haben, denn er dringt regelmäßig in mein Land ein und versucht an meinen Honig zu kommen. Wenn er ein kleines Stückchen stiehlt, ist das gar nicht so schlimm. Schlimmer ist es dabei, dass er die Bienenstöcke zerschlägt. Wenn du ihn dazu bringen kannst, mich nie wieder zu belästigen, würde ich gerne meinen besten Honig verwöhnen. Wie wäre das? Ein Bär ist kein Problem. Ein Glas Honig, um einen Bär loszuwerden. Bist du verrückt? Ein Bär ist kein Problem für mich. Das sagen alle, bis sie das Biest sehen. Aber was soll's? Selbst wenn du kneifst, verjagst du es vielleicht doch weglaufen. Weit genug von meinem Honig.
Wo kann ich also diesen großen, furchterregenden Bären sehen? Das ist das Problem. Jedes Mal, wenn das Biest hierher kommt, sind all meine Hütten, sind alle in ihre Hütten eingesperrt. Wir hatten keine Gelegenheit zu sehen, woher er kommt. Er besucht uns aber regelmäßig, also vermute ich, dass ein Versteck in der Nähe ist. Mal sehen, was ich tun kann. Ein Berger. Lass uns handeln. Oh. Honigkekse. Ärmliche Apfelkuchen. Verstehe. Einmal Milch, einmal Honig, sag Mehl, Zimt. Ergo, was machst du? Ich bin einer der örtlichen Bienenzüchter. Man nennt mich Ergo. Wie du dir denken kannst, gehört alles, was ich der Honigproduktion tut, zu meinem Arbeitstag. Welche Art von Honig stellt ihr hierher? Genau, das ist das Problem, Junge. Das ist das Problem. Der meiste Honig, den wir produzieren, wird völlig zufällig hergestellt. Bevin hat sein eigenes Rezept für besonderen Honig, aber das verrät er uns nicht. Und die meisten Bienen sammeln einfach Nektar von allem, was sie in der Gegend finden. Da du gefragt hast, vermute ich, dass du wahrscheinlich auf den Geschmack von Honig gekommen bist. Deshalb habe ich einen Vorschlag für dich. Wenn du zustimmst, kann ich dir vielleicht was davon besorgen. Was meinst du? Ich kann nie genug Honig haben. Was ist die Idee? Du glaubst doch nicht, dass ich eine tolle Geschäftsidee umsonst verschenke. Ich erzähle dir erst alles darüber, wenn du zustimmst, mir zu helfen. Okay. Bin dabei, man kann nie genug Honig haben. Ausgezeichnet, lass uns loslegen. Wie ich bereits erwähnte, fliegen unsere Bienen frei und sammeln Nektar von umliegenden Pflanzen. Deshalb ist unser Honig zwar lecker, aber meiner auch nicht so ausdrucksvoll. Mein Plan ist es, eine Pflanzenart auf ein kleines Beet zu pflanzen und dort einen separaten Bienenstock aufzustellen. Wenn alles nach Plan läuft, wirst du einen Honig mit einem einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack bekommen, der diese Pflanzen ähnelt. Welche Pflanze möchtest du anbauen? Ich wollte mit etwas Einfachem anfangen, etwas, das keine negativen Eigenschaften hat. Ich weiß, wie die Bienen reagieren würden, wenn wir ihre Pflanzen mit berauschenden oder magischen Wirkungen geben würden. Ich denke, Blauflieder wäre schon den Anfang am besten geeignet. Der neue Bienenstock ist bereits zum Aufstellen, aber mir fehlen die Samen dieser Pflanze. Wie viele Samen brauchst du? Ich denke, 10 sind genug. Melde dich bei mir, sobald du welche hast. Wie komme ich an die Samen ran? Muss ich dafür Blauflieder essen, oder was? Ich habe eine Menge Blauflieder. Bringt mir nichts. Was gibt's? Ich höre auf Bevin und komme mir meistens gut damit zurecht, aber ich vermisse ein bisschen frei experimentieren zu können. Okay, aber wo möchte denn das Beet eigentlich aufstellen? Ich weiß auch nicht, ob die Bienen das so geil finden, wenn man da rumhämmert. Ja, die kommen dann alle her. Blue-Gift-Kerlchen. Ich gehe mal nach da unten und hau die Blutfliegen weg. Geh mal in den Range, die Blutfliegen. Autsch.
No, ich kann die Blutfliege nicht looten. Will aber ihren Flügel haben. Dammit. Ah. Nichts zu holen. Ha! 5 Meter Entfernung. Nur das sind 2. Ich schaff nicht mal einen. Im aktuellen Zustand. Das sind komische Lichter. Schwierig, schwierig. Wie viel brauche ich noch? 1000. Die kriege ich schon hin. Die zwei sind halt auch wieder festgefroren. Oh. High ground. Jetzt ist sie irgendwo runtergefallen. Ich hoffe, die ist nicht tot. Ich würde ungern meine 160 Erfahrungspunkte hier. Komm, ich spring mal runter. Nee, die hat das tatsächlich überlebt. Okay. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Au, au. Ja, okay. Da kann ich gleich nochmal neu laden. Ja.
Ja, die ist da runtergefallen. Hey, das ist eine Drachenwurzel. Aber die ist nicht tot. Beim letzten Mal ist sie auch nicht gestorben. Da gehe ich mal an die ran. Oh Gott, die andere ist ja wieder da. Fuck. Ja, lol. Okay. What the fuck. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie nochmal hochkommt.